Also als erstes herzlichen Glückwunsch zum 20. Weltcup-Sieg aus meiner Sicht. Du sagst der 19. Die Schweizer hängen immer ein bisschen zurück, weißt du. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, den 20. hole ich auch noch, wenn es ihn dann ist oder wenn wir Jubiläum haben. Da habe ich ja gesehen, der Pokal hat ja schon ein bisschen Platz, damit man was reinmachen kann. Davon bin ich überzeugt. Simi, gestern im zweiten Durchgang hast du erstmal, die Wurst aufs Brot gelegt. Ja? Da wussten die anderen Bescheid. Und heute zwei von der Güte. Ja, das war für mich, kommt es sehr gelegen, dass hier drei Wettkämpfe sind, weil ich mich manchmal im ersten Sprung ein bisschen schwer tue. Und das war gestern auch der Fall. Aber der zweite war so die richtige Reaktion. Da habe ich schon ein bisschen die Wut verspürt. Und heute war ich viel lockerer drauf, der Körper, Beweglichkeit, alles hat gepasst. Ich war ein bisschen müde, aber mit dem Kaffee werde ich dann wach und mit der Stimmung. Was hast du verspürt? Die Wut? Wut ist doch ein schlechter Ratgeber, habe ich gelernt. Na, aber ich denke, die letzten Wettkämpfe habe ich mich immer ein bisschen schwer getan. Und wenn es dann immer das letzte Quäntchen immer fehlt, das nagt einfach auch. Und da muss man sich einfach vehement dagegen stellen und gestern ist mir das gelungen und fürs Wochenende war das einfach perfekt. Was bist du für ein Typ? Wie motivierst du dich? Sagst du da vor dem Wettkampf, ich bin der Größte, ich bin der Beste, ihr könnt mich alle mal? Oder wie machst du das? Ja, ich habe schon verschiedene Ansätze. An der Tournee habe ich versucht, mit einer starken Kopfarbeit, auch mit einem Leitsatz, dass ich die Tournee gewinnen kann. Das war sehr tief drin und das habe ich so gemacht. Hier ist es ein bisschen losgelöster, der Gesamtweltcup ist schon mehr oder weniger vorentschieden und so kann ich wirklich die Springen für sich nehmen und das gelingt mir immer besser und dann muss ich gar nicht mehr so konkret werden, ich spüre innen drin, da was los ist und dann kann ich voll da mitgehen und das ist ein tolles Gefühl. Du arbeitest ja mit einem Psychologen zusammen, meinst du, das würde mir auch helfen? Also, wenn du noch springen willst, Dirk, dann rate ich dir das schon an. Na du, ich kenne deinen Spruch. Was hast du mal zum Bundespräsidenten gesagt, als er zu dir gesagt hat, Herr Ammann, also das, was Sie machen, das würde ich auch ganz gerne tun. Was hat der freche Ammann gesagt? Sie, Herr Präsident, da seien Sie schon ein bisschen zu alt dazu. Stimmt das? Kannst du dich erinnern? Ja, ja. 2002? Ja, das darf man schon mal sagen. Ja. Das ist Simi, ne? Der sagt seine Meinung, ja. Bevor du noch was in meine Richtung sagst, bedanke ich mich sehr herzlich für das Interview und wünsche dir alles Gute weiterhin persönlich im Leben und auf der Schanze. Danke, okay? Danke.